7 Gründe, mit dem Weizenkonsum mal etwas zurückzugehen. Studien wieder unten verlinkt. Wichtige Inhaltsstoffe, die im Weizen vorhanden sind, die suboptimal sind, wenn du sie täglich in der Ernährung hast, vor allem im größeren Ausmaß. Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeber. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt, unter Abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr mir die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist 7 Gründe, um vielleicht einmal mit dem Weizen in der Ernährung krass zurückzugehen. Oder es zumindest jetzt einmal zu versuchen, dass man nicht so viel Weizen in der Ernährung hat. Denn wer meine Videos schon länger verfolgt, weiß, dass ich gerade das Hauptproblem natürlich jetzt bei einer schlechten Ernährung in der industriell gefertigten Ernährung sehe. Und gerade der Hauptbestandteil von industriell gefertigten Nahrungsmitteln. Wenn man sich so im Supermarkt umschaut, wird man schnell erkennen, dass ca. 85% der Waren, die man da käuflich erwerben kann, also dieser Lebensmittel, also gerade jetzt der industriell gefertigten, aus den drei Grundzutaten Getreide, Zucker und Pflanzenöle besteht. Also diesen drei, aus Kombination von diesen drei Inhaltsstoffen, natürlich in verschiedenen Variationen, aber gerade diese drei Substanzen sind jetzt extrem verstärkt dort enthalten. Nicht nur natürlich in den Süßspeisen, sondern auch in Grundnahrungsmitteln schon stark verbaut. Und deswegen heute zum Thema, wie heißt es so schön, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und in einem heutigen Video vielleicht jetzt ein Grund dafür, dass man gerade mit der Grundsubstanz vom Brot auch einmal zurückgehen sollte. Denn die enthält leider Inhaltsstoffe, die im größeren Ausmaß für den menschlichen Körper einfach nicht sehr von Vorteil sind, sagen wir es einmal so. Aber dass man jetzt einmal die Grundidee, Überlegung von mir versteht, schauen wir uns jetzt einmal kurz an, warum hat der Mensch eigentlich schon seit 2000 Jahren Getreide jetzt verstärkt in der Ernährung aufgenommen, angebaut natürlich zuerst und dann natürlich verstärkt jetzt die Bevölkerung damit versorgt. Das hatte schon vor mehreren tausend Jahren in Euphrat-Tigris-Delta angefangen, in den Hochkulturen Ur und Uruk. Die Priesterschaft hat damals noch die Getreidespeicher verwaltet und die Bevölkerung dann damit versorgt. In weiterer Folge natürlich in Südamerika ist es dann eher in die Maisproduktion hineingegangen, bei den Azteken und den Mayas, und im asiatischen Raum dann eher der Reisanbau. Aber gerade im europäischen Raum, jetzt natürlich von Ägypten hinaufziehend, dann von den antiken Hochkulturen über Rom, Griechenland, war dann das Hauptprodukt, was dort verstärkt für die breite Masse angebaut worden ist, eben Getreide. Und heute, wenn wir es uns anschauen, gibt es halt große Getreidefelder, Monokulturen, Weizenfelder, soweit das Auge reicht, mit einem hohen Einsatz natürlich an Kunstdüngern und an Pestiziden. Ziemlich ausgelutschten Böden vermutlich mit der Zeit schon angebaut. Und ein wichtiger Punkt an der Stelle auch zu sagen, auch bei Biogetreide kommt zum Beispiel das Pestizid jetzt Glyphosat zum Einsatz, beim sogenannten Roundup, wo die Pflanzen vorher zum Absterben gebracht werden, damit man einfach leichter ernten kann. Das heißt, das Biosiegel ist dort auch nicht wirklich hilfreich, bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich qualitativ hochwertiger, ganz klar, aber gerade wenn es ums Glyphosat geht, ist das Biosiegel nicht mehr ausreichend. Aber jetzt zur logischen Grundüberlegung, warum hat es der Mensch überhaupt großflächig anzubauen begonnen, sozusagen jetzt schon vor Tausenden von Jahren, denn es hat nämlich natürlich gewisse Vorteile. Wie gesagt, jetzt gerade für die breite Bevölkerung, denn man kann das Zeug sehr gut speichern. Entweder im Silos oder im eigenen Körper, das heißt, es ist sehr gutes Mastfutter, jetzt nicht nur für die Tiere natürlich und auch für die Menschen, wenn du es über den harten Winter schaffen willst, sondern Getreide per se kann man natürlich auch sehr gut einspeichern, wenn es einmal getrocknet ist und es hält sehr lange. Ohne Nachbearbeitung, man muss es nicht böckeln wie Fleisch zum Beispiel oder fermentieren wie Gemüsearten, das hält sehr lange, man kann eine breite Bevölkerungsmasse damit ernähren über einen längeren Zeitraum, wenn keine Erntezeit ist. Und das ist eben der Hauptvorteil von Getreide und besser Getreide natürlich, bevor du hast gar nichts zu essen, aber es ist natürlich sozusagen so ein Notnagel in der Ernährung, muss jetzt nicht unbedingt drinnen sein und heute jetzt 7 Gründe, warum du es vielleicht nicht verstärkt in der Ernährung haben solltest. So auf die Art, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ist sogar vielleicht sogar eine sehr schlechte Idee, wenn er das versucht und deswegen schauen wir uns heute die Inhaltsstoffe vom Weizen an, also jetzt Getreide per se, aber jetzt direkt einmal der Weizen, der wird am intensivsten und am häufigsten angebaut. Und es ist nicht nur das Gluten, was uns da sauer aufstößt, gerade in der Verdauung jetzt, sondern es sind generell gewisse Peptide verbaut, also Aminosäureketten, Eiweiß, Substanzen in Getreide, ATI ist auch noch drinnen, vor allem wenn es sich um Vollkorn handelt, die immanent negative Auswirkungen auf den menschlichen Körper hat, vor allem wenn man bei der Darmfunktion schon schwächelt vielleicht, da sollte man zusehen, dass man mit dem Getreide rauskommt aus der Ernährung. Aber jetzt einmal sieh mal konkret, was dir zu schaffen machen kann. Als erstes natürlich schon einmal von der Figur her. Denn wenn du jetzt vorhast abzunehmen, hat der Weizen einen entscheidenden Nachteil, denn Weizen stimuliert deinen Appetit und auf der anderen Seite hemmt er deine Leptinausschüttung. Und das ist unser Sättigungshormon, das heißt,
Getreide in der Ernährung, viel Weizen in der Ernährung und du wirst vermutlich mehr essen und du wirst nicht so schnell satt werden davon. Und eine hohe Energiedichte hat es auch, also ist es von der Seite schon äußerst negativ. Zweitens steuert Getreide auch noch eine entzündliche Komponente bei, vor allem wenn du jetzt Probleme hast natürlich mit der Darmfunktion, gerade durch die Pflanzenabwehrstoffe kann es verstärkt zu Entzündungen kommen. Drittens, dann kommt es auch schon verstärkt zu Allergien auf Weizen, konkret jetzt oder generell auf Getreide schon. Schauen wir es uns jetzt kurz an. Könntest du eine Weizenallergie haben mit der Zeit oder einfach nur eine Glutenunverträglichkeit? Wie gesagt, bei den meisten ist Gluten ist gar nicht der Hauptknackpunkt, dass sie es nicht vertragen, sondern Weizen enthält als Ganzes, vor allem jetzt als Vollkorn schon, viele Inhaltsstoffe, auf die der Mensch reagieren könnte. Und zumeist im negativen Sinn natürlich. Da gibt es verschiedene Erkrankungen dadurch und natürlich auch die diversen Symptome. Viertens, auch wenn du es gut verträgst und jetzt sozusagen beim Hauptbild oder bei der Darmleistung jetzt keine Probleme hast, wenn du generell viel Weizen in der Ernährung hast, ist es einfach aufgrund dessen, dass es viele Antinährstoffe enthält, nicht wirklich ein optimales Lebensmittel, da ist natürlich die Mineralstoffaufnahme hemmt bei dir. Da fängt es jetzt natürlich schon an beim Calcium, beim Magnesium, Chrom, alle Mineralstoffe, die in Nahrungsmitteln sonst sehr gut enthalten sind, in Gemüse oder im Fleisch zum Beispiel. Wenn du es aus Getreide beziehst, hast du da sehr viele Antinährstoffe dabei und da kann es relativ schlecht absorbiert werden. Fünfter Punkt, wie gesagt, allergische Reaktionen, gerade jetzt beim Hauptbild dann leicht zu erkennen und natürlich die negative Darmfunktion, vorhin wie du auch erwähnt, die Haut immer Spiegelbild des Darms, das heißt, wenn es zu Hautsymptomatiken kommt, zumeist eine Darmerkrankung auch zugrunde liegend. Und das ist eben der Vielzahl der unterschiedlichsten Peptine oder Pflanzenabwehrstoffe im Weizen, dann geschuldet, Glyphosat ist natürlich auch noch dabei dann. Und gerade wenn du schon bei der Darmfunktion schwächelst, kann das natürlich dann noch zusätzlichen Schaden verursachen. Sechster Punkt, wo Weizen dann noch negative Inhaltsstoffe beisteuern kann, das wäre die endokrine Disruption. Da wäre der Hauptnachteil jetzt vom Weizen, dass er gerade auf die Hormonfunktion im menschlichen Körper negativ einwirkt, dass er dein hormonelles Gleichgewicht stört. Da geht es gerade in Erkrankungen bei Frauen wie bei PCO-Syndrom hinein und bei Männern der typische Männerbusen, das heißt hormonelles Ungleichgewicht, jetzt gerade hin eher zu den weiblichen Hormonen, zum Östrogen. Und der siebte Punkt dann auch wieder diese endokrine Disruption, diese Inhaltsstoffe im Weizen, haben dann noch die negativen Auswirkungen oder eigentlich die positiven Auswirkungen auf dich, dass sie an den Opioid-Rezeptoren andocken können. Da klingelt es bei den meisten schon, wenn sie den Namen hören. Das heißt, hier geht es um Opium, hier geht es um Morphine und um die dementsprechende Wirkung natürlich. Sind jetzt nicht nur die Eiweißstoffe im Weizen daran beteiligt, auch im Casein sind Proteine enthalten, aber jetzt nicht in dem Ausmaß und gerade jetzt natürlich aus Käseprodukten hast du die sechs vorhergehenden Punkte, die der Weizen hat, eben nicht dabei. Und vermutlich wirst du auch nicht diese Menge davon essen können, aber gerade beim Weizen macht es jetzt die Menge, die Morphine Wirkung. An diesen Rezeptoren, die der Weizen beisteuert, ist jetzt natürlich nicht, dass du, obwohl es von manchen Seiten ja schon heißt, dass du in ein Fresskoma verfällst, da geht es eher in den Wohlfühlfaktor hinein, dass du davon dann einfach immer mehr haben willst. Es gibt ja ein gewisses, nicht, würde ich nicht sagen Sättigungsgefühl, aber du bist so auf der Art, das ist so wie wenn es juckt und du kannst dann endlich kratzen. Das heißt, wenn du das dann konsumierst, dann bist du in einem gewissen Grad zufrieden, aber kurze Zeit später musst du es dann vermutlich wieder zuführen. Das heißt, ein gewisses Suchtpotenzial jetzt von der Ecke her. Und das kann ich ja als ehemaliger Pro-Junkie dann nur bestätigen an der Stelle. Vor allem, ich war einer der also ein richtiger Hardcore-Protesser. Ich habe sogar zu Pasta, also zu Nudeln dann noch Brot dazu gegessen. Und da kann man sich so richtig schön voll essen. Oder was ich auch geschafft habe in jungen Jahren, dass ich zwei Pizzen esse, vom Italiener nicht nur eine. Aber es ist immer noch Platz gewesen für das Tiramisu danach. Und das ist beim Weizen auch sehr erstaunlich. Man ist zwar ziemlich voll, der Bauch spannt schon bis zum Gegenüber bei der Tischplatte, aber es geht immer noch was rein. Und das ist gerade das Tragische, wenn man jetzt verstärkt Weizen natürlich in Ernährung hat, weil wenn es jetzt raffinierter Weizen ist, die Energiedichte ist so hoch und das Sättigungsgefühl wird relativ spät erzielt und vor allem man kriegt noch einen richtigen Zuckerpick dann drauf. Also wenn es jetzt auch nur ums Abnehmen geht, kann ich jedem nur empfehlen, dass er mit Weizen, mit Getreide generell einmal etwas zurückfährt. Das hat schon erstaunliche Resultate gerade am Anfang. So, wichtige weitere Videos jetzt noch in die Infocard, natürlich zu den anderen zwei Knackpunkten in einer industriellen Ernährung. Gerade gute Öle sind natürlich wichtig, dass du die verstärkt wieder aufnimmst und die schlechten rauskriegst, gerade die entzündliche Komponente, auch wenn es ums Abnehmen geht, unbedingt schauen, so gut wie möglich aus der Ernährung zu bekommen. Zweite Video natürlich auch immanent wichtig, das ist Zucker, Problemkind Nummer 1 natürlich immer,
auch wichtige Hinweise, wie du jetzt verstärkt natürlich zusiehst, dass du mit dem Zucker runterkommst. Das hat auch eine äußerst suchtfördernde Komponente natürlich dabei. Da geht es dann eher auf die Dopaminrezeptoren, vielleicht noch mit ein bisschen Getreide in der Ernährung, dann noch bei den Opioidrezeptoren und dann bist du schon so ein richtiger kleiner Industriefraß-Junkie. Man kennt das ja von der Chipspackung, da kann man nicht zwei, drei Chips essen, die muss komplett ratzfatz weg. Und da wird von der Lebensmittelindustrie natürlich dann noch zusätzlich mit MSO, also mit Monoamsodiumglutamat gearbeitet etc. Da kommen noch verstärktere Komponenten hinein und da geht es so richtig schön auf den Suchtfaktor des Rezipienten, also des Konsumenten, dass er das Zeug einfach ständig essen muss. Aber Weizen selber schon aus Brot, vor allem wenn du es aus Industriebrot kaufst, natürlich hat das auch schon immens hohes Suchtpotenzial, sollte man zusehen, dass man mit dem einmal runtergeht. Am Anfang ist schwer, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe es mir auch links, rechts, oben, unten immer reingekübelt. Das schöne Brot in allen Variationen. Aber gerade von der Verdauung her mit dem Brot zurückgehen, das wäre immer der erste Schritt, wenn es bei der Verdauung zum Beispiel nicht funktioniert. Kann ich jedem nur sehr wärmstens empfehlen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, es gibt keine blöden Fragen, nur meine blöden Antworten. Also unbedingt unten reinknallen. Bitte teilt das Video. Und am Schluss wieder das Allerwichtigste. Bleib oder werde gesund.